Hallo und willkommen zurück zu GTA 5 Story Mode hier mit Michael. Letztes Mal hat er ein bisschen Scheiße gebaut. Er hat nämlich den Typen, der Michaels Frau gevögelt hat, nämlich schön seine Wohnung, oder es war nicht seine Wohnung, es war ein Apartment, was er sich gemietet hat oder wahrscheinlich ausgeleiht hat, zerstört, was dann dieser komische Mafia-Gang da gehört. Und ja, jetzt muss er über 1,5 oder 2,5 Millionen Euro zahlen. Ja, aber bis er das zahlen kann, wird schwierig. Ich frag mich, wir haben ja irgendwie noch so einen Nebenauftrag bekommen für diesen Psychologen. Fremde und Freaks. Ich weiß nicht, wo dieser Auftrag ist. Wir gehen einfach mal zu den Fragezeichen. Da können wir ja mal kurz hingucken. Ist ja direkt nebenan. Und gut, dass wir hier gerade mit Michael unterwegs sind, weil ich hatte eine kleine Story. Ich war nämlich auf YouTube und warum... Hallo, are you böse? Okay. Der Typ verwirrt mich. Auf jeden Fall war ich auf YouTube und ich habe gesehen, okay, es gibt einen Schauspieler, oder es ist der Schauspieler von Michael, und er heißt Newt Luke, ach, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall feiert der gerade 10 Jahre GTA und da spielt er das nochmal komplett von vorne. Und seine Reaktionen waren so geil. Also ihr müsst es mal komplett angucken, ich werde wahrscheinlich auch das Video verlinken in der Videobeschreibung. Was ist mit dem Kerl hier los, Alter? Ich kill den jetzt, ist mir egal. Michael, du hast einen Auftrag. So, auf weg von der Straße. Komm, Michael, gib Gas. Oh, stop! Or you got a big problem. Ja, hat er. Warte, wir müssen näher ran. Sorry, Michael. Verpiss dich. Junge. Michael, Alter. Direkt in so einem Fremden erschossen, oder? Wenn du einen gestohlenen Gegenstand bekommst, kannst du ihn entweder behalten oder gegen eine Belohnung zurückgeben. Aha, ja. Okay. Haben wir eigentlich auch hier, wie in GTA Online, dieses Menü? Ja, tatsächlich. Kann jetzt hier auch auf. Ah, ich kann ihn nur ein bisschen verschönern oder verschlechtern. Also aussehen. Okay, das war der Auftrag? Oder waren das jetzt irgendwelche Guys, die ich da so mitnehmen kann in der Story? Keine Ahnung. Ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil... Gehen wir jetzt zu Lester hin. Ich dachte, das wäre ein Nebenauftrag. Ui, ich höre die Bullen im Hintergrund. Das ist nicht geil. Ja, Alter! Wir haben einen Gangster. Guck mal, ich fahre hier noch am vernünftigsten. Mit den zerbrochenen Scheiben. Ach, muss Michael schon wieder noch mehr zahlen, Alter. Der hat so viele Steuern. Was hab ich denn da? So viele Kosten. Ja, wie er mich auch immer wieder hinweisen muss. Ach ja, es gibt da noch einen anderen Spielstand. Willst du den überschreiben? Natürlich möchte ich den überschreiben. So. Wir haben noch nicht mal die ganze Karte gesehen und... Los Angeles sieht jetzt schon echt geil aus. Ja, ich freue mich schon, jede Ecke zu sehen. Das werden wir wahrscheinlich auch in der ganzen Story machen. Ich glaube nicht, dass wir da nur so mal kurz hier sind und fertig ist. Sondern wir sind schon überall wahrscheinlich. So, Lester. Den kennt man ja auch aus GTA Online, weil man da die Heist machen kann. Ich bin mal gespannt, was der hier für eine Rolle hat. So. Wohnt der hier? Oder ist das vielleicht sein geheimes Versteck? Mal gucken. So. Oh mein Gott, Michael sieht echt schön aus. Ich mag ihn auch hier mit diesem Anzug am besten. Ja, wo muss ich denn hin? Warum ist da eine Kamera?
hier wahrscheinlich rein. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean... I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something, just like the old days. Uiui. Das ist also... Ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist hier. Please aber... excuse me. I've got something shameful to do. Ja, ich gehe schon, alles gut. Gut, Lester. Na gut, dann verkleide ich mich mal als Mathe-Genie. Mit meinem 80er-Rucksack. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss dorthin. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Also, warum wir da jetzt hin müssen, aber okay. Mit diesem Rucksack da. So, bum, bum, bum. Okay, fahren wir vorne. Okay, Lester, ich melde mich. Bis gleich. Musste der sogar extra Asthma-Spray nehmen. Gott, kurz auf die Autobahn. Oh ne, Copyright-Musik. Schlimm. Muss ich selber welche machen. Hey, jetzt muss ich ja noch weiter fahren, als ich ihn auf der Karte geguckt habe. Was für ein Bullshit. Die haben mich angelogen. So. An alle vorbei. Ich scheiß auf die Regeln. Ich scheiße auf alles. Ich bin reich. Und ich scheiße auf alles. Ach nee, entschuldige, ich bin ja broken. Ich muss ja jetzt Heist spielen, weil... Ja, keine Ahnung, warum Maike diese Scheiße gemacht hat. Weil er eifersüchtig war? Also, Michael, erst nachdenken, dann machen. Oh, aus dem Weg, ihr kleinen Lutschers. Gut. So, hier direkt nebenan. Sovereign. Was kann ich hier machen? Ah. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course.
got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Gut, Gillettes und Hosen. Ja, dann gucken wir erstmal die Gillettes. Oh, ne. Also, das ist ja überhaupt nicht Michaels Stil. Wie sieht das aus? Ach so, wir müssen sogar sowas tragen. Och nee. Okay, schwarze Hose mit schwarzen Schuhen. Warte doch mal, ich werde richtig schön aussehen. Ich finde das eigentlich echt hässlich. Generell so eine, ich weiß nicht, ist es so eine Sportjacke oder was das ist? Auf jeden Fall sowas. Und dann noch die offen zu lassen mit dem T-Shirt. Das sieht super hässlich aus. Das ist so eine richtige Rentnerscheiße. Ich hoffe, Maike ist kein Rentner. Ja, so. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Kann ich hier noch mehr? Mich klein. Tatsächlich Jacken. Ja, dann nehme ich Jacken eher so. Schwarze Jacke. Schau mal hier. Kann ich nichts machen. Oh ja, mit Gangsterkleidung. Kann ich aber wahrscheinlich nicht machen. Hemde. Ja, guck mal, das ist doch lieber eher sein Stil. Ist mir scheißegal, was du laberst. Aber das ist halt Maikes Stil. Er ist so Hemdenstil. Aber guck mal, das steht ihn auch. Also alles, was mit Hemd zu tun hat, finde ich an Maike gar nicht mal so schlecht. Aber guck mal, wenn es jetzt hier mit Jacken ankommt oder mit sowas. Ne. Also da ist er ganz falsch. Da ist er wirklich in der falschen Adresse. Also ich bin zufrieden. Ach nein, ich muss wirklich nur. Ich soll wirklich nur die Beine. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Oh nee, Alter. Ich soll so einen Look tragen. Ach, na gut. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye. Oh Gott. Alter, Maike, siehst du hässlich aus. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Oh mein Gott. So eine komische Cargo-Hose, also richtig. Richtig lässig hier wie so ein alter Rentner. Und dann hier auch noch mit dieser Sportjacke und diesem T-Shirt, Alter. Das passt so überhaupt. Und dann diese Sportschuhe. Oh, Junge. Alter, Maike, ich bin froh, dass du es danach nicht mehr machen musst. Also hoffe ich natürlich. Sieht schlimm aus. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Der Life Invader? Ah. Ist gleich um die Ecke hier. Nein, aus dem Weg mit euch. Ich kann euch auch sagen, wo in GTA Online mein Apartment ist. Ich glaube, wir sind schon daran vorbeigefahren. Aber egal. Kannst ja dann später nochmal zeigen. Meine Güte, warum bleibt ihr stehen? Fahrt einfach los. So, genau hier anhalten. Geht zum Hintereingang. Achso, ich soll sogar aussteigen. Ich dachte, da kommt eine Cutscene. Hey! Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah.
You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Was für ein Spinner, Alter. Mit seinen Technologie-Scheiß. Also ich bin ja auch so ein Technologie-Fan, aber bitte nicht so besessen. Okay. Ist das so, die GameStar-Mitarbeiter hier? Let me use the OS I requested. This wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Oder ja, wahrscheinlich ist das so, dass man jetzt nur noch solche Werbungen hier von seiner Fresse bekommt. Sex woman in your town. No, join free. Oh, geil. Okay. They gotta send me on another one of those seminars. Fuck nasty girls. Today click instant access for you. Dirty bitch. See, I don't have the manual. Okay, in the rare, you give, we will see. My click here, 1000 credits. Down click here, we bring the casino all to you. Crack. Ja, reicht jetzt auch. Meine Güte. Ist es vorbei? Wow, your job is actually kind of stressful too, ain't it? And we scan. There it goes. Meine Fresse. Schon mir die ganzen E-Mails drinne. Ich hab nur einmal Pornos geguckt und direkt werde ich hier vollgeballert. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. That's a meme right there. Ich sag ja, Hipster. Alles Hipster-Kanonen. So, ab in den Demo-Raum. Oh, nice. Gute Arbeit, Michael. Und jetzt raus hier. Junge, wir werden hier infiziert von den Hipstern. Schnell raus hier. Oh nee. Also da will ich nicht arbeiten, ich sag ja. GameStar-Regie. So, wo war denn nochmal der Ausgang? Och nein! Noch mehr von diesen. Schnell, Michael, renn! Renn, Michael! Yoga-Song? Oh nee, es gibt eine Yoga-Song. Was ist hier drin? Ach, ein Lagerraum. Ich glaube, das ist der einzige Raum, wo ich wahrscheinlich sein würde, weil da nicht diese Hipster sind. Schau dir die Eröffnungsrede in Michaels Haus an. Wieso jetzt bei Michael? Hey, Michael, hold on. Domed! I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, phone is rigged. Hey, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Whatever you say, enjoy yesterday.
Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Ja, klar doch. So, erstmal gucke ich mir diese Rede an. Oh my god, you guys are so lame! Ow. No, I'm watching Fame or Shame! A fucking tits! No! Give me Also so geht man doch mit seiner Frau um. Ist das das? Ja, das ist doch der Directus. Easy. Warte, bis Jay Norris den Telefonprototypen ausholt und rufe ihn dann an. Ist das dann wie bei Hitman, dass das Handy dann explodiert? Ja, Propaganda-Scheiß, ich darf das nicht zulassen. Na. AfD-Wähler. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. Ja, ich geh nicht zu Penny, ich geh lieber zu Lidl. One of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Naja, Revolutionen sind immer scheiße, also nee. Der CEO? Nee, wahrscheinlich der größte Hipster. Du bist nicht der CEO vom Live-Bender-Founder, sondern vom Hipster-Club. Ich steck dir auch gleich was da rein. Mann, ist das ein scheiß Handy, Junge. Selbst iPhone und selbst irgendwelche China-Handys sind besser. 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, darf ich ihn jetzt anrufen? Warte mal, wie heißt er noch? Wo haben wir ihn denn? Ich hab seine Nummer nicht. Da, Jay Norris. Fuck you. I think someone's trying to dock with me. Oh! Ah! Es war so klar, jawohl! Wow! Oh mein Gott, Lester! Oh, ich hab mal kurz jemanden umgebracht, also. Verstanden! Freundschaftsanfrage! Da ist sie angekommen! Lest, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Gut. Geil. Wir haben Lester überzeugt. Das klingt doch super. Aber alles in der nächsten Folge. Dann geht's richtig ab hier. Damit wir mit Lester schöne Heists machen. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und lasst euch nicht von Hipstern abknallen. Bye, bye.